Bist du gerade dabei, dich selbstständig zu machen und musst jetzt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen? Dann geht's dir wahrscheinlich wie allen anderen auch und du hast eine ganze Reihe an Fragen. Ein paar dieser Fragen möchte ich in diesem Video beantworten. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und jeder Gründer muss in Deutschland den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Ich habe zu dem Thema ein wirklich umfangreiches Tutorial gedreht, wie du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Elster Online ausfüllen kannst. Das Video verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Was mich natürlich sehr freut, das Video kommt offensichtlich sehr, sehr gut bei euch an und ich habe wirklich viele Fragen dazu bekommen. Sowohl in den YouTube-Kommentaren, aber auch in unserer Online-Community unter community.kontist.com. Da kannst du alle steuerlichen Fragen stellen und bekommst auch eine Antwort. Den Link zu der Community verlinke ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. In diesem Video möchte ich mir einfach mal Zeit nehmen und ein paar eurer Fragen beantworten. Die erste Frage ist von Tobias und Tobias schreibt: Ich habe ein Geschäftskonto erstellt und würde gern die neue IBAN, also die IBAN vom Geschäftskonto, dem Finanzamt weitergeben, ohne dass meine private IBAN geändert wird. Kann ich das unter dem Formular machen, Bankverbindung ändern bei Elster? Um ganz kurz zu antworten, ja, genau da kannst du es machen. Für alle anderen, die die Frage vielleicht nicht ganz verstehen, möchte ich nochmal kurz ausholen. Und zwar hast du zwei Möglichkeiten, deine Bankverbindung beim Finanzamt zu ändern. Die erste ist für die Papierliebhaber von euch, ihr könnt das auch per Post machen. Dumm dabei ist aber, dass es nicht nur ein Formular gibt, um seine Bankverbindung zu ändern, sondern die sieht von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders aus. Das heißt, du musst erstmal rausfinden, welches Formular in deinem Bundesland das richtige ist und das dann per Post an dein Finanzamt schicken und dann können die das bearbeiten. Du verlierst da relativ viel Zeit. Aber wenn du einen Elster-Online-Zugang hast, dann kannst du es da tatsächlich auch einfach machen. Unter dem Menüpunkt Alle Formulare findest du auch das Formular, wo du deine Bankverbindung ändern kannst. Und an dieser Stelle ist auch ganz wichtig, Tobias, hast du auch gefragt, du möchtest deine private Kontoverbindung nicht ändern, sondern nur deine geschäftliche. Du kannst zum Beispiel die Steuerarten auch aufteilen, dass du deine betrieblichen Steuern, also die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer, über dein Geschäftskonto abwickelst und die private Steuer, also die Einkommensteuer, ist ja eher eine private Steuer, die kannst du weiterhin über dein Privatkonto laufen lassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist allerdings, wenn du ein Kontist-Geschäftskonto hast, würde ich alle deine Steuerarten über dieses Konto abwickeln. Denn das Kontist-Geschäftskonto zeigt dir ja in Echtzeit, wie viel Geld auf dem Konto wirklich dir gehört und wie viel du für die jeweilige Steuer zurücklegen musst. Diese ganze Kalkulation von der Kontist-App funktioniert natürlich nur, wenn du die Steuerzahlungen tatsächlich auch über das Kontist-Konto abwickelst. Die nächste Frage kommt von Lorem Ipsum. Erstmal schöner Name. Etwas verwirrt ist er oder sie wegen der Zahllast oder dem Überschuss. Das heißt, im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung musst du eine Angabe machen, was du erwartest, an Umsatzsteuer vorauszahlen zu müssen oder eventuell als Erstattung erwartest. Und da ist Lorem Ipsum ein wenig verwirrt und schreibt: Ich dachte, mit der Kleinunternehmerregelung macht man keine Umsatzsteuervoranmeldung. Kann man denn da 0 Euro eintragen? Und genau das ist so ein bisschen das Problem. Tatsächlich ist das Feld relativ neu. Das ist erst im letzten Jahr dazugekommen und früher musste man dieses Feld einfach nicht ausfüllen, weil es das nicht gab. Und seit letztem Jahr muss man selbst einschätzen, wie viel Umsatzsteuer man denn zahlen muss. Und ehrlicherweise, das halte ich für relativ kompliziert, das selbst schätzen zu können, wenn man noch gar nicht weiß, wie die Geschäfte laufen. Aber tatsächlich hast du es als Kleinunternehmer relativ einfach, weil Lorem Ipsum, du hast vollkommen recht, als Kleinunternehmer zahlst du ja keine Umsatzsteuer. Das heißt, du kannst an diesem Punkt einfach 0 Euro eintragen. Journey to Change hat auch eine Frage, und zwar: Was ist, wenn man kurz nach der Antragstellung seinen Geschäftssitz wechselt? Also wenn ich gerade den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgegeben habe und direkt umziehe und einen neuen Sitz habe. Kann man das dann auch einfach nachträglich mitteilen oder melden? Einfache Antwort: Ja, gar kein Problem. Tatsächlich würde ich in solchen Fällen aber immer tatsächlich das Elster Online-Portal verwenden. Kann ich sowieso nur empfehlen. Entweder gibst du es an den Steuerberater ab oder du nutzt das Elster Online-Portal. Denn bei Elster Online geht der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ja direkt sofort beim Finanzamt ein und du kriegst auch direkt eine Empfangsbestätigung vom Finanzamt. Und es gibt auch unter alle Formulare ein anderes Formular, wo du eine Sitzverlegung quasi mitteilen kannst. Und das kannst du theoretisch auch direkt nacheinander machen. Problematisch da ist so ein bisschen, wenn du es eilig hast, eine Steuernummer zu bekommen, kann die Mitteilung der Sitzverlegung tatsächlich den ganzen Prozess verlängern. Weil in deiner Steuernummer steht auch die Nummer des Finanzamtes. Das heißt, die Steuernummer gehört quasi dem Finanzamt. Und wenn du jetzt umziehst und ein anderes Finanzamt für dich zuständig ist, dann muss dir eine neue Steuernummer zugeteilt werden. Und wenn du es wirklich eilig hast, ist das blöd, weil das Finanzamt mit der ganzen Vergabe der Steuernummer wieder von vorne anfangen muss. Du verlangsamst den ganzen Prozess
Es ist aber auf jeden Fall möglich. Wenn du allerdings als Gründer schon weißt, dass du bald umziehen wirst, dann ergibt es vielleicht Sinn, dass du einfach die 1, 2, 3 Wochen noch wartest und dich dann erst anmeldest, um einfach diesen Mehraufwand dir zu sparen. Wichtig an dieser Stelle ist nämlich auch, dass die meisten Finanzämter es nicht zulassen, dass du ein Gewerbe da anmeldest, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du da tatsächlich auch einen Sitz hast oder da gemeldet bist. Du musst da auch irgendwie schon mal sein. Das heißt, wenn du in einem Monat umziehst, kannst du nicht da schon mal ein Gewerbe anmelden. Da kriegst du relativ häufig eine Rückfrage vom Finanzamt mit einer Aufforderung, irgendwie nachzuweisen, dass du da bist. Ganz, ganz einfach für dich ist allerdings, wenn du da gemeldet bist. Das ist überhaupt kein Problem. Mr. Wo hat auch eine gute Frage, und zwar eine, die ich relativ häufig höre. Und zwar schreibt er, bei dem Punkt Einkommen schätzen, bei der nicht selbstständigen Arbeit, müssen hier die Brutto- oder das Nettoeinkommen angegeben werden? Und meiner Erfahrung nach gibt es da tatsächlich regelmäßig Verwirrung, was man denn da eintragen muss. Vielleicht erinnerst du dich noch, es gibt so einen Bereich, da musst du dein Einkommen in dem Gründungsjahr und im folgenden Jahr angeben, aus den unterschiedlichen Einkommensquellen. Also sowohl deine Selbstständigkeit als auch nicht selbstständige Arbeit, also deinen Angestelltenjob. Wichtig an dieser Stelle ist immer, die Steuer wird immer basierend auf dem Bruttogehalt kalkuliert und niemals auf dem Nettogehalt. Das heißt, hier gibst du dein Gehalt an, was auch in deinem Arbeitsvertrag steht und nicht das, was monatlich auf deinem Konto landet. Die nächste Frage kommt von der Tobi. Und Tobi schreibt, Hashtag Steuerfrage, kann ich eine Umsatzsteueridentifikationsnummer auch nachträglich beantragen? Er hat die bei sich nämlich erst weggelassen, weil er nicht wusste, wofür die eigentlich braucht. Jetzt hat er allerdings erfahren, dass er sie sogar dann braucht, wenn der Kunde bei einem Softwarehersteller ist, wenn der Softwarehersteller in einem anderen EU-Ausland sitzt. Und ehrlicherweise, das ist relativ häufig der Fall. Ganz, ganz viele Softwarehersteller sitzen zum Beispiel in Irland. Und wenn du da Kunde bist, musst du deine Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Blöd, wenn du keine hast. Auch dazu haben wir schon Videos gedreht, deswegen schau dir die Videos unbedingt einmal an. Und Tobi hat erst das Problem, dass er keine Nummer hat, aber gerne eine hätte und natürlich braucht. Und die Antwort auf die Frage ist natürlich relativ einfach. Ja, selbstverständlich kannst du sie auch noch später beantragen. Auch das geht per Post oder halt online. Wie du das online für dich machen kannst, dazu habe ich auch schon mal ein Tutorial aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Für alle Leute, die aber jetzt gerade neu gründen und den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen, würde ich grundsätzlich empfehlen, beantragt einfach die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die verpflichtet zu nichts, die kostet nichts und ich denke mir immer, haben ist besser als brauchen. Deswegen setzt einfach einmal den Haken und dann bekommt ihr auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wichtig, nicht vom Finanzamt, sondern vom Bundeszentralamt für Steuern. Tobi ist aber ein sehr, sehr smarter Typ. Der hat nämlich den Hashtag Steuerfrage verwendet und das ist grundsätzlich eine gute Idee, wenn du uns eine Frage stellst. Denn dann hast du die Möglichkeit, dieses grandiose Überraschungspaket zu gewinnen. Wir verlosen einmal in der Woche so ein Paket an alle Leute, die Kommentare unter unsere YouTube-Videos schreiben und den Hashtag Steuerfrage verwenden. Oder alternativ eine Frage in unsere Online-Community stellen. Die nächste und in diesem Video letzte Frage kommt von Alina. Und Alina schreibt, hallo und danke für das Video. Sehr, sehr gern. Eine Frage zu Punkt 11. Welches Gründungsdatum soll ich bei der Neugründung angeben, wenn ich noch nicht offiziell als Freiberufler angemeldet bin? Grundsätzlich gilt als Gründungsdatum immer die Aufnahme deiner Tätigkeit. Das bedeutet nicht, dass das der Tag sein muss, in dem du das erstmal eine Rechnung schreibst, also Umsätze generierst. Wenn du zum Beispiel ein halbes Jahr vorher schon anfängst zu investieren, eine Webseite zu bauen, Kundenakquise zu machen und schon Kosten hast, dann ist das auch schon die Aufnahme deiner selbstständigen Tätigkeit. Das heißt, sobald du deine Tätigkeit aufgenommen hast, ist das das Gründungsdatum. Wenn du das erst planst für die Zukunft, also noch gar nicht angefangen hast, dann würde ich immer das heutige Datum nehmen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir so ein paar Fragen beantworten und so ein paar Unklarheiten beseitigen. Wenn du jetzt noch eine Rückfrage hast und dir nicht ganz sicher bist bei so ein paar Themen, dann kann ich dir garantieren, wenn du dir da nicht sicher bist, dann gibt es bestimmt noch 10, 20, 100.000 andere, die genau diese gleiche Unklarheit haben. Und ich brauche einen Mutigen oder eine Mutige, die diese Frage jetzt unten in die Kommentare schreibt. Denk dabei gerne an den Hashtag Steuerfrage, es lohnt sich. Und dann können wir dir auch gerne weiterhelfen. Und ich brauche für dieses Format brauche ich auch generell nochmal viele, viele Fragen, weil sonst muss ich damit irgendwann aufhören und ich habe eigentlich echt Spaß an dem Format. Wenn du dir jetzt aber denkst, das ganze Thema juckt mich überhaupt nicht, ich weiß, es muss gemacht werden, ich habe darauf aber keine Lust, dann gib das Ganze doch einfach an einen Steuerberater ab, zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Wie gesagt, kannst du aber auch alle deine Fragen in unserer Online-Community stellen. Wie du dich da anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video oder schau einfach unsere weiteren Q&A-Videos. Das findest du zum Beispiel hier. Ich muss doch gleich einmal. Oh, ist das weit weg. Vielleicht falle ich auch noch hin, um ein bisschen spektakuläre Bilder zu erzeugen.